Herzlich willkommen zur 15. TUC-Talk-Ausgabe. Die Studienzeit ist ja bekanntlich die schönste Zeit im Leben und sollte in vollen Zügen genossen werden. Daher bietet das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau eine Art Rundum-Sorglos-Paket von günstigem Mensaessen über vielfältige Beratungsangebote bis hin zum Wohnheim- oder Kita-Platz. Unser heutiger Gast koordiniert dabei die vielen verschiedenen Aufgabengebiete und sorgt so für das Wohlergehen aller Studierenden. Anja Schönherr bekleidet bereits seit 2010 das Amt als Geschäftsführerin des Studentenwerkes Chemnitz-Zwickau. Dort war sie bereits seit 2006 als Pressesprecherin und Leiterin für Soziales, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Zuvor arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Europäische Integration. Momentan trifft man die bodenständige Eberswalderin vor allem auf der sich rasant entwickelnden Kita-Baustelle in der Reichenhainer Straße. Denn auch dort arbeitet sie aktiv an ihrem Ziel, optimale soziale Rahmenbedingungen für die Studierenden zu schaffen. Hallo Frau Schönherr, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo Frau Müller, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Die meisten dürften das Studentenwerk ja vor allem mit Mensa und Wohnheim in Verbindung bringen. Was sind denn hier Ihre Aufgaben? Das Studentenwerk ist im Grunde ein soziales Dienstleistungsunternehmen. Wir sind gemeinnützig tätig und haben eine breite Angebotspalette, die sich aus dem Hochschulfreiheitsgesetz ableitet. Unsere Aufgaben ist die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche, kulturelle Betreuung und Förderung der Studierenden und der Vollzug der staatlichen Ausbildungsförderung, also des BAföG. Dabei sind wir verantwortlich für die Studierenden hier an der TU Chemnitz und auch an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und sind mit etwa 170 Beschäftigten als mittelständisches Dienstleistungsunternehmen hier in der Region eigentlich schon eines der größeren Unternehmen. Die Bereiche Mensa, Cafeteria und Studentenwohnheime spielen eine besondere Rolle, weil wir über diese Leistungen die meisten Studierenden erreichen und wirtschaftlich wie auch in ihrer sozialen Situation am besten unterstützen können. Dabei ist es uns wichtig, unsere Angebote vor allem bedarfsgerecht auszugestalten und insbesondere in den Wohnheimen die Studierenden nicht nur unterzubringen, sondern ein echtes Zuhause auf Zeit zu bieten, also auch Angebote zu machen zur sozialen Integration, insbesondere internationale Studierende so zu betreuen, dass sie sich hier schnell zurechtfinden und auch Raum zu bieten soziale Gemeinschaft im Wohnheim. Also wir haben eine Vielzahl an Gemeinschaftsräumen, die dort zur Verfügung stehen. Und wir beherbergen nicht zuletzt auch die Studentenclubs, zum Beispiel das Uniradio, den Filmclub oder den Club der Kulturen. Ja, das Studentenwerk bietet ja aber eigentlich noch weitaus mehr an als nur warmes Essen oder Schlafplätze, oder? Das ist korrekt. Wir sind über die Wohnheime hinaus sehr aktiv im Bereich der Kultur- und Sportförderung. Wir fördern finanziell auch organisatorisch studentische Initiativen und unterbreiten auch eigene Angebote, die wir selbst organisieren. Zum Beispiel haben wir ein recht umfangreiches Kursangebot, unter anderem mit Nähkursen oder Fotokursen, aber auch Einzelveranstaltungen, die wir durchführen. Darüber hinaus ist das Studentenwerk eine wichtige Anlaufstelle im Bereich der Studienfinanzierung, natürlich durch die BAföG-Abteilung. Aber es gibt auch viele Studierende, die keinen BAföG-Anspruch haben und für die können wir uns im Rahmen der Sozialberatung dann auch bemühen, andere Finanzierungsquellen zu finden, also zum Beispiel Sozialleistungen oder Darlehen oder Stipendien jeweils bedarfsentsprechend auch aufzutun. Wir haben neben der Sozialberatung auch eine Rechtsberatung und eine psychologische Beratung, sodass wir quasi für alle Lebenslagen, die im Studium auftreten können, gerüstet sind und die Studierenden unterstützen können, wenn irgendwo die Säge mal klemmt. Insbesondere beraten wir auch zum Thema Studium mit Kind oder Studium mit Beeinträchtigung, beziehungsweise in dem Bereich auch schon Studieninteressenten, die sich vor der Aufnahme des Studiums bei uns erkundigen, was möglich ist. Zum Thema Studium mit Kind haben wir noch eine Reihe anderer Angebote, unter anderem den Zwergencampus als Kurzzeitbetreuung für späte Vorlesungen und demnächst dann auch eine Kindertagesstätte mit 100 Plätzen. Ja, genau, in dieser Kita sitzen wir ja im Moment. Die wird ja bald eröffnet und dann vom Studentenwerk betreut. Inwiefern unterscheidet sich denn diese Einrichtung von anderen in Chemnitz? Die Kindertagesstätte wird Campolino heißen. Damit möchten wir zum Ausdruck bringen, dass es eine besondere räumliche, aber auch inhaltliche Nähe zur Technischen Universität Chemnitz gibt.
Die Studierenden und auch die Bediensteten der TU Chemnitz sind unsere wichtigste Zielgruppe. Die werden auch in der Platzvorgabe Priorität haben. Wir sind so strukturiert, dass die Hälfte der Plätze im U3-Bereich sind. Das sind also mehr als üblicherweise vom Anteil her, weil wir einfach davon ausgehen, dass viele Studierende erst im Studium das Kind zur Welt bringen und das dann natürlich erstmal im U3-Bereich untergebracht werden muss. Die Öffnungszeiten sind am Hochschulalltag orientiert mit 7 bis 18 Uhr. Darüber hinaus kann bei Bedarf dann noch eine Spätbetreuung im Zwergencampus in Anspruch genommen werden. Und wir versuchen über vielfältige Kooperationen mit verschiedensten Bereichen der Universität auch inhaltlich dann Angebote und Projekte hier umzusetzen. Das pädagogische Konzept der Kindertagesstätte folgt der Regio-Pädagogik. Das heißt, da steht das Kind mit seinen Stärken im Vordergrund, es soll sich hier einbringen, soll Teil der Gemeinschaft sein. Es wird sehr viel über Projekte gearbeitet, um zum einen Kompetenzen zu erwerben, aber zum anderen auch um sich selbst zu entwickeln, sich auch mit anderen auseinanderzusetzen. Und es wird wenig vorgefertigtes Spielzeug geben, sondern viel versucht, mit vorhandenen Materialien die Kinder dazu anzuhalten, dass sie selbst experimentieren, selbst Dinge schaffen und ihre Projekte umsetzen. Im Moment läuft der Innenausbau ja noch. Es wird hoffentlich bald fertiggestellt. Wann können denn hier die ersten Kinder tatsächlich spielen? Wenn es jetzt draußen wärmer wird, werden wir die Arbeiten an der Fassade fortsetzen können. Wir gehen davon aus, dass dann Ende April das Gebäude soweit fertiggestellt ist, dass wir dann im Anschluss hier die Inneneinrichtung vornehmen können und das Außengelände herstellen. Und spätestens zum 1. Juli werden dann die ersten Kinder hier in die Einrichtung aufgenommen. Die Anmeldung ist seit einigen Tagen schon möglich, zentral über das Jugendamt der Stadt Chemnitz. Es gibt im Prinzip zwei Wege. Das eine ist das sogenannte Kita-Portal der Stadt Chemnitz, da kann man sich online bewerben. Und das andere ist der klassische schriftliche Antrag ans Jugendamt. Ja, Sie sprachen ja außerdem eingangs von den vielfältigen Beratungsangeboten, die das Studentenwerk sonst noch bietet. Gibt es denn hier tatsächlich so viel Bedarf? Wir haben unsere Angebote in den letzten Jahren sehr ausgebaut, sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der personellen Kapazitäten, die dahinter stehen. Und haben dabei die Erfahrung gemacht, dass mit jedem Ausbau die Nachfrage gestiegen ist. Jetzt zuletzt im Jahr 2017 hatten wir 1400 Studierende in der Beratung. Das sind dreimal so viel wie noch in 2012. Die Angebote sind vielfältig, sind unterschiedlich gestrickt. Das Wichtigste ist eigentlich die Sozialberatung, wo also Finanzierungsfragen geklärt werden können, aber eben auch Fragen der Studienorganisation, Versicherung, Nebenjob, Krankenkasse, also quasi alles, was den Studenten dann begegnet. Das wird sehr stark in Anspruch genommen. Als Besonderheit hier in Chemnitz haben wir auch eine Sozialberatung für internationale Studierende, die ebenfalls stark nachgefragt ist. Fast die Hälfte der Beratungskontakte kommen dort an. Und dort geht es um die Fragen der Sozialberatung, die ich eben schon genannt habe, aber darüber hinaus auch ganz verstärkt um Fragen von Aufenthaltsrecht, Ausländerrecht im weiteren Sinne, aber eben auch zum Beispiel Zusammenleben in interkulturellen Wohngemeinschaften, also Fragen der Identität, des Selbstbildes und auch des Weltbildes der Studierenden. Im Bereich der psychologischen Beratung, die wir auch anbieten, stellen wir fest, dass die letztgenannten Fragen, Identität, Selbstbild, auch für die deutschen Studierenden wichtig sind. Die kommen insbesondere in die psychologische Beratung mit leistungsbezogenen Fragen, also Leistungsstörungen im Studium, Arbeitsstörungen, sowas wie Prüfungsangst oder Probleme, den Studienabschluss zu schaffen. Und im Gespräch stellen wir dann sehr schnell fest, dass eigentlich dahinter Zweifel an der eigenen Person liegen und auch große Unsicherheit hinsichtlich der persönlichen und berufsbezogenen Zukunftsvorstellungen. Das Studium als eine Zeit der Ausbildung, des Kompetenzerwerbs geht sehr eng damit einher, dass es auch eine Persönlichkeitsentwicklung gibt und das führt halt bei manchen Studierenden dann auch zu Problemen. Ja, aber wie könnte denn das Studentenwerk künftig den Studierenden bei solchen Problemen noch stärker unter die Arme greifen? Wir wollen speziell in dem Bereich dem Gedanken der Prävention folgen und dazu ab dem Sommersemester jetzt ein Coaching-Angebot ins Leben rufen. Das trägt den Titel Freiraum, Persönlichkeitscoaching für Studierende und soll also dazu beitragen,
diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung dort in einem geschützten Raum in Angriff nehmen zu können. Das heißt, in diesen, also in etwa 8 Sitzungen, die dann stattfinden im Coaching, in diesen Sitzungen werden Fragen geklärt, wie war die Wahl meines Studienfaches richtig, machen mir die Studieninhalte eigentlich Spaß oder renne ich nur den Modulleistungen nach, wie ist das Verhältnis neben Job zu Studium. Und ganz wichtig, wenn ich mit den Antworten auf diese Fragen nicht zufrieden bin, was möchte ich eigentlich verändern? Das Ziel des Ganzen soll sein, dass die Studierenden befähigt werden, ihre Entscheidungen bewusst zu treffen und sozusagen ihr Studium, aber auch ihr Leben im weiteren Sinne selbst in die Hand zu nehmen und sich damit auch etwas davon zu befreien, dass sie durch äußere Rahmenbedingungen und Ziele zu stark unter Druck geraten. Jetzt haben wir über die neue Kita gesprochen, die neuen Beratungsangebote. Was steht denn jetzt in den kommenden Monaten noch an? Wir haben hier am Standort Chemnitz aktuell noch 2 große Projekte quasi vor der Tür stehen. Das ist zum einen die Renovierung des Wohnheims Vetterstraße 66 und zum anderen der Umbau der Mensa Reichenhainer Straße. Im Wohnheim Vetterstraße 66 ist es dringend erforderlich, die Versorgungsleitungen zu sanieren, also Abwasser, Wasser und Elektro. Und wir wollen das nutzen, um bei der Gelegenheit auch die Zimmer zu renovieren, die sanitären Anlagen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen und insofern das Wohnheim insgesamt im Inneren attraktiver zu gestalten. Dazu werden wir zum Ende des Sommersemesters auch das Wohnheim leerziehen, dann haben wir ein Jahr Bauzeit und zum Oktober 2019 wird das Haus dann quasi wieder neu belegt. In der Mensa Reichenhainer Straße sind auch erstmal technische Anlagen im Hinterland zu erneuern, also insbesondere das Transportsystem für das Schmutzgeschirr. Das werden wir nutzen, um auch die Ausgabe grundlegend umzugestalten, um dort mehr Möglichkeiten zu haben, zeitgemäße gastronomische Konzepte umzusetzen und natürlich auch insgesamt, um die Aufenthaltsqualität im großen Saal der Mensa zu verbessern. Das hört sich auf jeden Fall nach viel Arbeit für Sie an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir beschäftigen uns in der nächsten Ausgabe mit einem Thema, mit dem vermutlich nur die wenigsten in Berührung kommen. Wir schauen uns an, wie Menschen mit Schwerbehinderungen an unserer Universität zurechtkommen und wie sie besser in das alltägliche Leben integriert werden können. Darüber werden wir mit dem Schwerbehindertenvertreter Professor Dr. Thomas Schwarz sprechen, welcher durch seine eigene Behinderung bereits einige Barrieren überwinden musste. Ihre Fragen zu diesem Thema können Sie uns an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Bis zum nächsten Mal.